Hallo zusammen, ich habe hier eine kleine Kühlbox, unsere fast kleinste Kühlbox mit 14,5 Liter, eine Kompressorkühlbox und dieser Kompressor hier, das ist der Secop 1,4 oder der Secop Micro, der sieht dann so aus innen drin. Der sitzt hier so quer in dieser Box unten drin. Ich habe schon ein paar Videos gemacht über die Box. Neu an dieser Box ist eigentlich das Preisschild. Von den 450 Schweizer Franken gehen wir auf 475 Schweizer Franken. Kommt dann hier unten hin. Wir haben ab 1. April 2022 einen Preisaufschlag. Also jetzt noch kurz bestellen. Okay. Zum Anschluss haben wir auch eine Neuigkeit. Und zwar, wir haben dieses Anschlusskabel. Das setzt man hier unten ein. Das bleibt gleich. Das wird im Lieferumfang mitgeliefert. Und bei der alten Preisliste haben wir hier ein passendes Netzgerät. Da haben wir ein passendes Netzgerät. Auf der einen Seite mit Schweizer Stecker oder Schuko Stecker, je nachdem wo ihr bestellt. Und auch diesen Stecker, den kann man hier einstecken. Und dann funktioniert die Kühlbox auf 230 Volt. Und jetzt ist das so, wenn wir diese Kühlbox mit diesem Netzgerät liefern, ist die Kühlbox energielabelpflichtig. Wir haben dann das Energielabel. Nee, wir dürfen diese Box nicht mehr mit einem Netzgerät liefern, weil sie dann schlecht ist und wir dafür keine Zertifizierung hinkriegen. Aus diesem Grund gibt es in Zukunft, dass diese Box kein Label besitzt, kein Netzgerät mehr. Das Netzgerät wird abgeschafft, das gibt es nicht mehr. Wir haben diese Netzgeräte auch nicht mehr. Aber was wir in Zukunft haben, ist ein LED-Scheinwerfer. Und der hat per Zufall den gleichen Stecker. Und wenn ich das Netzgerät hier einstecke, funktioniert auch dieser LED-Scheinwerfer. Und wir haben in Zukunft dann Netzgeräte für LED-Scheinwerfer. Ist eine EU-Verordnung. Was ich von der EU halte, lassen wir in diesem Thema weg. Ja, ich mache euch hier ein Video über die gleiche Kühlbox, wo ich seht, was ich da alles reinstopfen kann, den Inhalt. Es ist wirklich eine kleine, sehr wenig, sie braucht sehr wenig Strom, sie hat einen sehr geringen Stromverbrauch. Ich verlinke euch unten dran die Preisliste, den neuen Katalog, da findet ihr diese Kühlbox drin. Ja, und ich wünsche euch einen schönen Tag.